Lena am Handy. Nee, ich habe heute Spätschicht. Und ihr? Seid ihr auf dem Kiez am Wochenende? Sie überquert den Marienplatz. Oh Mann, ja, das fehlt mir auch voll. Ja, aber hier ist ja am Wochenende Wolfratshausener Volksfest. Ja, ich kaufe mir jetzt ein Dirndl. Ey, lach nicht! Das wird total mega. Ja, nur weil du dir das nicht vorstellen kannst. Vor einem Modegeschäft bleibt sie stehen. Doch, die sind echt schön. Ich stehe gerade davor und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ja, ich schicke dir gleich mal ein Foto. Alles klar. Ciao. Am Schaufenster steht Trachtenmode Hopf. Lena betritt einen geräumigen Verkaufsraum. Hallo? Ihr blondes, lockiges Haar fällt ihr über die Schultern. Zu einer Jeansjacke trägt die Polizistin eine weite, graue Hose und beige Pumps mit hohem Absatz. An einer Kleiderstange sieht Lena einige Dirndl durch. Sie hebt ein blaues und ein graues von der Stange und legt sich beide über ihren Unterarm. Erneut blickt sie sich um und geht weiter in den hinteren Teil des Ladens. Hallo. Lena biegt um eine Ecke und zieht den Vorhang einer Umkleidekabine auf. Oh Gott. Eine Rothaarige im Dirndl sitzt reglos da. Ihr Kopf ist an die Wand gelehnt. Lena greift ans Handgelenk der Frau und sieht sich um. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graues, zurückgekämmtes Haar. Susu Padotzke als Rechtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs. Schlank und brünett, mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Diana Urban. Redaktion Bernd Benecke und Elmar Dosch. Tonmischung Michael Heumann. Sprecher Florian Schwarz. Dirndlkrieg. Im Schutzoverall kniet Fuchs vor der Toten. Hubert und Staller nähern sich. Was ist, Lena? Soll mir beim Aussuchen helfen? Ich habe eine Leiche gefunden. Echt? Wer? Die Besitzerin Desiree Hopf. Oje, die erste Leiche, oder? Muss man drauf anstoßen. Wer hat sie? Ah, Frau Fuchs, guten Morgen. Hallo. Und, wie schaut's aus? Ja, Todeszeitpunkt war vor höchstens einer Stunde. Ein bisschen früher, man hätte sie vielleicht noch retten können. Fuchs blickt zu Lena. Was ist denn da los? Daisy? Eine Brünette kommt. Die Daisy ist, glaube ich, da. Die Brünette sieht zur Toten und weicht zurück. Behutsam schiebt Lena sie weg. Fuchs? Keine ernsthaften äußeren Verletzungen. Ich würde spontan auf einen Herzinfarkt tippen. Da meine haben wir gleich zwei. Mit starrer Miene sitzt die Brünette in einem Sessel. Geht's wieder? Lena reicht ihr ein Glas Wasser. So ein Schreck, hä? Sie sind die Frau... Bach. Die Uschi Bach. Und Sie haben die tote Kind. Ja, freilich. Die Desi war ja auch bei mir im Salon. Im Salon? Schön sein. Mein Kosmetiksalon gleich nebenan. Lena! Wolltest du dir echt so ein Dirndl kaufen? Lena geht zu Staller in den hinteren Teil des Geschäfts. Neben Bach setzt sich Hubert in einen zweiten Sessel. Ja klar, fürs Volksfest. Ist ja wahrscheinlich nicht so gelaufen, der Laden da, hä? Doch, beruflich war es in Ordnung. Privat war es halt schwierig. Depressionen hat es gehabt. Wegen ihrem Mann, weil er es verlassen hat für eine Jüngere. Oh ja, das ist eigentlich normal. Das schaut verschie aus. Es ist ja auch alles Designerware. Lenas Blick fällt auf einen Tisch. Okay. Schau mal. Sie hebt eine Medikamentenschachtel hoch. Phenoderm? Fuchs? Das sind Schlaftabletten. Wie heißt denn der Ex-Mann? Nein, nicht Ex-Mann, verheiratet waren schon noch. Bär. Benedikt Bär. Ein Fotograf. Staller? Upsi. Kommt mit den Tabletten und einer Tasse. Schau mal. Schlaftabletten. Ziemlich heftige sogar. Da wäre eine Überdosis als Todesursache schon denkbar. Ja, also ganz banales Selbstmord. Ja, aber Schlaftabletten mit Kaffee, das ist komisch. Wieso? Ja, das ist kontraproduktiv. Im Revier stehen kleine Modellhäuser im Fachwerkstil auf dem Konferenztisch. Vorsicht. Ja. Riedel stellt eine Kirche dazu. Riedel, das ist falsch. Was? Ja. Girwitz dreht das Gebäude. Der gehört so. Na, der zeigt doch darüber, Riedel.
Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, ja. Keine Orientierungsfähigkeit? Waren Sie nicht bei den Pfadfindern? Na, aber im Chor. Im Chor, auch schön, auch schön. Riedel, wunderbar, ist wirklich. Riedel, das wird mein neues Wolfratshausen. Schön, oder? Sehr schön. Der Polizeirat blickt auf seine Uhr. Oh. Ah, der wird gleich kommen. Er rückt seine Krawatte zurecht. Riedel, wie sehe ich aus? Sehr gut. Zufrieden nickt Girwitz und verlässt den Konferenzraum. Zögernd streckt Riedel die Hand Richtung Kirche aus, winkt ab und geht. Vor dem Eingang des Reviers hält ein Taxi. Girwitz eilt darauf zu und öffnet die Fondtür. Ein Bärtiger mit Cowboyhut, weißem Hemd und grauem Jackett steigt aus. Girwitz gibt ihm die Hand. Hallo. Raimund Girwitz, Polizeirat und Revierleiter. Jerry Samuel, my pleasure. Hello. Durch eine große Pfütze fährt der Streifenwagen auf den Parkplatz. Do you like coffee? Sure. Er führt Sandmeier zu seinem Auto. Aus dem Streifenwagen steigen Lena, noch immer in Zivil, und ihre Kollegen. Just a moment. Sind wir von Winter, haben Sie nicht Dienst? Herr Girwitz, ich habe eine Leiche gefunden. Was? Ja, war aber bloß Selbstmord. Na, oder eben Mord. Ich will heute nichts hören von Mord und auch nicht von Selbstmord. Nee, Sie können nichts dafür, wenn Sie eine Leiche findet. Ja, ja. Everything's easy. Diskret. Alles. Zu Sandmeier. We drink the coffee outside. Der Bärtige steigt in Girwitz' Auto. Hubert und Lena wechseln einen Blick und gehen mit Staller ins Revier. Im Konferenzraum führt Riedel seine Kollegen zu dem Modell aus bunten Altstadthäusern. Da, das habe ich heute den ganzen Tag mit ihm basteln müssen. Das ist Wolfratshausen, oder? Ja, genau. Schau, endlich mal ein gescheites Bierzeit. Warum bastelt man sowas? Keine Ahnung. Der hat nur gesagt, Riedel, das ist mein neues Wolfratshausen. Der Kirchturm steht, glaube ich, ein bisschen falsch. Stimmt, das habe ich ihm auch gesagt. Hubert schaut genervt. Hansi, wir müssen noch zu Frau Fuchs. In der Rechtsmedizin schenkt sich Fuchs Kaffee in eine schwarze Tasse ein. Auf dem Seziertisch liegt Hopf. Sie ist bis zu den Schultern abgedeckt. Also, das waren tatsächlich die Schlaftabletten. Fuchs stellt die Tasse neben die Tote. Todeszeitpunkt 11.30 Uhr. Außerdem habe ich das hier entdeckt. Sie zeigt auf Hopfs Hals. Ein Kratzer, verursacht durch einen rot lackierten Fingernagel. Wahrscheinlich selbst gekratzt. Falsche Farbe. Das hier ist Bordeauxrot. Und der Kratzer ist eher erdbeerfarben. Erdbeer? Scheint also ein Hinweis zu sein auf eine körperliche Auseinandersetzung mit einer anderen Frau. Vielleicht die Geliebte vom Ehemann? Oder der Ehemann selber. Mit Nagellack. Ja, vielleicht gibt es ja Männer, die Nagellack tragen. Fuchs zieht die Brauen zusammen. Der Streifenwagen fährt über eine Landstraße. Erdbeerfarben ist ein kompletter Blödsinn. Wieso? Das ist ein ganz spezielles Rot. Die Erdbeeren können ganz verschiedene Farben haben. Also eine Unreife schaut anders aus wie eine reife Erdbeere. Das ist unterschiedlich. Ja, damit zeigt die Frau ihre inneren Werte. Das ist ein Statement. Kann es sein, dass du in letzter Zeit viele Frauenzeitschriften liest? Nein, ich versuche mich reinzuversetzen in so eine Mörderin. Ja, wie die psychologisch tickt. Und wie tickt eine psychologisch, die sich Erdbeerfarbe auf den Fingernagel drauf schmiert? Sinnlich. Saftig, fruchtig. Das klingt nach einem schlechten Rotwein. Im Vorraum telefoniert Lena. Ja, dann bitte einmal die Mitgliedsnummer. 7. Am Anmeldefenster spielt Riedel mit einem kleinen Polizeiauto. Lena zieht das Schiebefenster nach links. 3. Riedel spielt rechts weiter. Hab ich nicht mit. Ich danke Ihnen. Gut, wiederhören. Tschüss. Lena legt auf und schiebt das Fenster wieder nach rechts. Riedel, hast du nicht irgendwas zu tun? Ihre Kollegen kommen. Na. No. Servus. Servus. Moin. Lena. Die dreht ihren Stuhl zum Fenster. Sag mal deine Finger. Und hebt eine Hand. Schau, guck, kein Nagellack. Wohl, klar lag. Ja. Der Ringfinger ist länger wie der Zeigefinger. Das heißt, ein Haufen Testosteron. Ob sie das eine Frau? Ja, Frauen haben auch Testosteron. Bei mir ist gar nichts, Lena. Na, du hast da keine Frau. Lena nimmt einen Zettel. Ich habe den Anwalt von der Desiree Hopf erreicht. Die wollte sich scheiden lassen, und zwar schon nächste Woche. Aber jetzt, wo sie tot ist, erbt er meinen ganzen Dirndlladen. Okay, na, hat er ein Motiv. Na, dann haben wir gleich wieder auf. Halt, halt! Könnt ihr den Riedel mitnehmen? Na,
Riedel, du gehst jetzt mal in die Nagellackshops rein und suchst alle roten Nagellacke. Vor allem Erdbeerfarben. Ja. Ja, und woher soll ich wissen, welche da Erdbeerfarben sind? Ja, da schaust du mal. Die Polizisten verlassen das Revier. Der Streifenwagen hält vor einem ehemaligen Bauernhaus. Davor sitzt eine dunkelhaarige Frau mit kurzen Stirnfransen auf einem Biertisch und lackiert ihre Fußnägel. Sie hat rot geschminkte Lippen und trägt einen grünen, ärmellosen Overall. Grüß Gott, die Dame. Am Fotografen würden wir suchen. Wieso? Hat er was angestellt? Ja, wissen wir noch nicht genau. Entschuldigung, wer sind Sie? Jenny. Die Jenny. Sind Sie die Freundin oder was? Nee, nur seine Assistentin. Oh, super Lack. Der leuchtet ja richtig. Nicht viel los da, ha? Haben Sie viel Zeit für das Beauty? Ja, da kann ich ja nichts dafür. Der Bene hat halt nicht so viele Kunden. Ach so, geht's einem finanziell nicht so gut, oder? Staller? Darf ich mal? Nimmt das Nagellackfläschchen. Wo ist er? Hinterm Haus. Beim Shooting mit der Emily Müller. Aha, wer ist das? Ach, sind Sie gar nicht von da? Doch, wieso? Ja, die Emily Müller ist die amtierende Miss Wolfratshausen. Ah, jetzt, stimmt. Hupsi. Auf Deutsch steht da gar nichts drauf. Was heißt denn Erdbeer auf Englisch? Strawberry. Absolute Trendfarbe. Ah, dann haben Sie das wahrscheinlich auch auf die Fingernägel, oder? Ja. Ja, dann muss ich das leider mitnehmen. Aber... Ja, und den Clipser nehme ich auch gleich mit. Aber, schauen. Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Danke. In einem schwarzen Dirndl mit Kropfband und Hut sitzt Müller in einem antiken Sessel, der auf der Ladefläche eines alten Traktors steht. Super, vier Hände mal in den Hut. Cool, cool. Bär, ein Blonder, fotografiert sie. Super, Hände weg vom Hut. Geil, noch was mit dem Bein. Jetzt schau ich an, schau direkt rein. Cool, super, was ist cool. Super, schau direkt rein. Müller sieht zur Seite. Was ist? Da ist Polizei. Grüß Gott, Polizeiobermeister Hubert, das ist der Kollege Staller. Grüß Gott. Hallo. Die Ermittler wechseln einen Blick. Ja, das wäre mit Sicherheit sehr schöne Bilder. Ist das so ein Designer-Dirndl? Ja. Von Ihrer Ex wahrscheinlich, von der Frau Hopf, ne? Nein. Was wollen Sie eigentlich? Bis dass der Tod uns scheidet, sagt er nicht das was? Ja, aus irgendeinem Märchen. Nein, falsch. Das ist aus der Kirche. Märchen wäre, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Aber das wäre auch falsch. Was soll das heißen? Na ja, die Frau Hopf, die hat sich ausgehopft. Was? Sag ich einfach, dass tot ist. Tot? Ja, eventuell ermordet. Mord? Und das ist die Geliebte schon. Hallo, jetzt reicht's mal. Wir sind hier mitten im Shooting. Ja. Wo waren Sie heute in der Früh zwischen 9 und halb 12? Bei mir, zum Frühstück. Um 11:30 zum Frühstück? Naja, Brunch. Da haben Sie wahrscheinlich sehr viel Zeit. Was soll das heißen? Ja, Fotografen, die braucht man ja heutzutage nicht mehr so. Da macht jeder Foto mit dem Handy, oder? Ach so, und weil es bei mir nicht gut läuft, habe ich meine Frau umgebracht, oder was? Ja, und das Dirndlgeschäft ist ja im Sano. Was für ein Schmarrn. Was soll ich denn mit dem Dirndlgeschäft? Dürfte ich Sie vielleicht damit da runter bitten? Zu Müller. Warten Sie, ich hole Ferner. Staller reicht der Frau die Hand. Ui, da haben wir aber einen wunderschönen Nagellack. Ist das Erdbeer, oder? Rot heute, was weiß ich. Da bräuchte mir jetzt einmal eine Probe. Was? Na, auf keinen Fall. Für den Nägel habe ich 60 Euro gezahlt. Ja, das kriegen Sie am Revier wieder zurück. Ja, gehen Sie mit der Rechnung einfach zum Herr Gewitz. Ich mache einen ganz sauberen Schnitt. Mit dem Knipser schneidet Staller einen Fingernagel von Müller ab. Riedel stoppt sein Dienstrad vor Bachs Kosmetiksalon und stellt es ab. Er hält eine Schale mit Erdbeeren, steckt sich eine davon in den Mund und betritt das Geschäft. Bach? Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt sind Sie wegen der Desita, gell? Wegen dem Mord. Ja, nicht direkt. Eigentlich bräuchte ich einen Nagellack. Ach so? Mhm. Für wen denn? Blond, brünett? Nein, jetzt nicht für einen speziellen Typ. Ich bräuchte alle Nagellacke in der Farbe. Strawberry. Ist gerade Trend. Mhm. Das sind dann aber einige. Ja. Bach geht zu einem Regal. So, jetzt schauen Sie mal her. Strawberry. Mhm. Der da. Der da. Sie legt 5 Nagellacke in Riedels Hand. Der da. Ist bestimmt recht stressig, oder? So ein Polizeialltag. Gerade in so einem Mordfall. Ja, es geht eigentlich. Weil Sie so mitgenommen ausschauen. Wer, ich? So abgespannt. Erschöpft irgendwie. Augenringe, schlechte Haut. Was, wirklich?
Aber es ist ja auch kein Wunder bei dem Beruf. Nächtelang auf Verbrecherjagd, wenig Schlaf, die Verantwortung. Ja, das stimmt schon. Wenn Sie wollen, dann mache ich Ihnen jetzt schnell eine kurze Behandlung. Ich hätte ausnahmsweise gerade noch einen Termin frei. Was für Behandlung? Reinigung, Peeling, Ausreinigung, Serum, Maske, Massage, Abschlusspflege, Maniküre mit Handmassage. Aha, aber das ist doch eigentlich was für Frauen, oder? Sie sind aber altmodisch, ha? Also, der Mann von heute legt sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Ausstrahlung und Attraktivität sind Attribute für Selbstbewusstsein und Erfolg. Und es hat schon einigen geholfen bei der Karriere, gell? Ach so. Herr Freilich, legen wir gleich los? Ja. Bach entfernt sich. Riedel wirft die Lacke zurück ins Regal. Im Streifenwagen. Diese Branche, so ein Schmarrn. Die decken sich doch gegenseitig. Das ist ein klassisches Eifersuchtsdrama. So Romeo und Julia. Also Romeo und Julia ist ja kein Eifersuchtsdrama. Da ist sie auf dem Balkon gestanden und dann hat sich, glaube ich, vergiftet und er auch. Ja, aber die Eltern waren dagegen. Ja, aber die waren nicht eifersüchtig. Huber dreht das Gesicht weg. Vielleicht war die Mrs. Wolfratshausen eifersüchtig, weil er zurück wollte zu seiner Ehefrau. So hat der nicht ausgeschaut, Hans. Mrs. Wolfratshausen, hast du gewusst, dass das überhaupt gibt? Nein. Da muss ja eigentlich auch Mr. Wolfratshausen geben. Aha. Wie stellst du denn den vor, den Mr. Wolfratshausen? Charmant, große Erscheinung, vielleicht eine reifere Persönlichkeit. Mit anderen Worten, du, oder? So ein Schmarrn. Staller schaut pikiert. Ja, bloß weißt du, überhaupt keine Ambitionen mehr hast. Ja, da hast du recht. Und ich habe auch keine Lust, deine zu übernehmen. In der Rechtsmedizin macht Staller an der Kante des Obduktionstisches Push-Ups. Ums Alter geht's doch da gar nicht. Schau, gerade mein Jahrgang, der ist extrem geburtenstark. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich viele Wähler. Aber halt nicht mehr lang. Fuchs. Aha. Was geht's denn bei Ihnen? Ja, der Hansi will Mr. Wolfratshausen werden. Ach, das ist ein Schönheitswettbewerb. Ich hab einen Nagellack dabei. Na, ich auch. Sogar mit Nagel. Fuchs nimmt beides entgegen. Das ist von der gleichen, oder? Nein, das sind zwei verschiedene. Ja, aber es ist definitiv der gleiche Lack. Den kriegt man drüben bei der Uschi Bach. Auch für Männer? Fuchs spitzt die Lippen und nickt. Am Marienplatz hält der Streifenwagen gegenüber von Bachs Salon. Der Wagen ruckelt, der Motor stirbt ab. Hubert und Staller steigen aus. Sie überqueren die Straße und gehen ins Geschäft. Dabei zieht sich Hubert seine Dienstjacke an. Schatz. Hallo? Von einem Glastisch mit Dosierflaschen nimmt Staller eine und sprüht in die Luft. Was es gibt, alles für die Haut. Das ist, glaube ich, eher für die junge Haut. Ja, falsch, Hupsi. Wenn man es draufschmiert, dann wird die Haut jung. Es funktioniert bei Mumien nicht. Staller verteilt Creme auf seiner Hand. In einem Nebenraum entdeckt Hubert Riedel, der mit einer Gesichtsmaske aus Papier auf einem Behandlungsstuhl ruht. Hansi, Hansi. Staller folgt Hubert. Vorsichtig nähert er sich Riedel von hinten und streicht etwas von der Creme über dessen Nase. Riedel öffnet die Augen und springt auf. Sag mal, was soll das? Spinnst du? Was machst denn du da? Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Wo ist denn da die Öffentlichkeit? Ja, als Beamter braucht man ja ein gepflegtes Äußeres. Ja, sehe ich genauso. Seid ihr beide verrückt? Bach kommt. Wo ist denn da die Chefin? Da. Aha, die Herren Kollegen, so spricht sich schnell rum, oder? Jetzt wollen Sie auch ein Männerspecial. Männerspecial, was muss ich mir da vorstellen? Reinigung, Peeling, Ausreinigung, Serum, Maske, Massage, Abschlusspflege, Maniküre mit Handmassage. Ja, ein andermal vielleicht. Wir sind wegen dem Mordfall da. Ach so, ja, freilich, ich bin ja auch noch ganz benommen. Die Arme, die sind. Wir waren ja praktisch Nachbarn. Mhm. Heute in der Früh ist da zufällig irgendwie ein Distendl-Geschäft rein. Riedel? Allerdings. Zieht die Maske ab. Wer? Also, heute ganz in der Früh. Da war ein Mann da mit einem Cowboy-Hut. Der war, glaube ich, nicht aus der Gegend. Mit einem Tuch wischt Riedel sich übers Gesicht. Halt, nein, Sie sind fein und nicht fertig. Doch, ich glaube, er ist schon fertig. Upsi, schau mal. Erdbeer. Strawberry. Ligat im Pent. Ein Nagellack. Kennen Sie zufällig die Miss Wolfratshausen? Ja, freilich. Das ist ja Stammkundin von mir. Heute früh war es auch da. Wann? Um 9. Um 9? Mhm. Im Dienstzimmer sitzt Hubert am Schreibtisch. Also mit dem Brunch, da hat sie uns angelogen, die Miss Wolfratshausen.
Entweder die deckt sich selber oder sie deckt ihren Fotografenfreund. In halber Hocke lehnt Staller an der Wand und schwingt zwei Hanteln. Das werden wir ja sehen, ob der Fingernagel von der zu dem Kratzer am Hals passt. Ja, brauchst gar nicht zu schauen. Schau gar nicht. Wenn ich das durchziehen will, mit dem Mr. Wolfratshausen, muss ich schon ein bisschen in Form sein. Wenn man da richtig Gas gibt, der Arnold Schwarzenegger, der hat's bis zum Gouverneur gebracht. Er richtet sich etwas auf. Das könnte ein bisschen eng werden bei dir, Hans. Bürgermeister. Bürgermeister will der Giewitz werden. Ach, der Giewitz. Der läuft ja mit dem Hauptverdächtigen mit Cowboyhut in der Gegend umeinander. Ja, trotzdem kann er Bürgermeister werden. Staller stützt sich auf seine Knie und verschnauft. Lena kommt. Alles okay? Caroline Fuchs hat angerufen und bestätigt, dass die Farbe des Nagellacks und die auf Emily Müllers Nägeln die gleiche ist wie die am Hals des Opfers. Hubert springt auf und verlässt das Zimmer. Ey, jetzt gerade, wo ich warm bin. Staller legt die Hanteln zur Seite. Jenny und eine Blonde sitzen neben Bärs Haus am Biertisch und schauen auf einem Laptop die Fotos von Müller an. Das Kopfband. Die Polizisten kommen auf sie zu. Jenny blickt hoch. Die schon wieder. Ich hoffe mal, Sie haben meinen Nagellack dabei. Ach du Scheiße, den haben wir in der Pathologie vergessen. Na, du hast ihn vergessen, Hans. Hallo. Zur Blonden. Wer sind Sie? Gabi Morell. Wieso? Wir sind wegen der Desiree da. Ach so, ja. Schrecklich. Haben Sie die Kind? Ja, wir waren praktisch Kolleginnen. Ach so, sind Sie also Dirndl-Entwerferin? Ja, Designer-Dirndl. Werden Sie mir mal Ihre Fingernägel zeigen? Morell hebt eine Hand. Erdbeer, oder? Ja, ist gerade Trend. Gehen Sie heute zu Frau Bach ins Nagelstudio. Ja, wieso? Wo waren Sie denn heute Vormittag? In meinem Lager bei der Arbeit. Bin ich jetzt verdächtig, oder was? Nein, wir fragen alle. Ja, das ist quasi wie eine schlechte Angewohnheit. Kann man sich ja abgewöhnen. Wir arbeiten dran. Das sind echt tolle Fotos. Mhm. Wahnsinn, gell, was das ausmacht, wenn man so ins rechte Licht gesetzt wird. Ich glaube, bei dir wäre es wurscht, Hans. Wo ist denn der Fotograf? In der Wirtschaft drüben. Der Streifenwagen hält auf einer Parkfläche vor einem Schild mit der Aufschrift Landgasthof Girgel. Hubert und Staller steigen aus. Im Garten des Lokals sitzen sich Girwitz und Sandmeier an einem Tisch gegenüber. Darauf stehen zwei Gläser mit Weißbier. Sandmeier ist ein Händel. The very handles are very, very tasty, yeah? Delicious. Yeah, very good one. Die Polizisten schauen sich um. Ah, gut, so, wo sind sie? Girwitz bemerkt seine Mitarbeiter. Ja, da hinten hockerst doch, er und die Wolfratshausen. Also, schaut mal sonst. Girwitz steht auf und eilt den Ermittlern entgegen. Er trägt ein weißes Hemd, Trachtenweste und Lederhosen. Was machen Sie denn hier? Festnahme zwei Hauptverdächtige zum Verhör. Ja, aber doch nicht hier. Sie versauen den Leuten doch die ganze Atmosphäre. Ich meine, ein bisschen mehr Bürgernähe. Nicht Freund und Helfer, schon mal gehört. Herr Girwitz, sollen wir jetzt mit einem Blumenstrauß die Leute zum Gespräch einladen? Das ist ja Quatsch. Man kann ein Verhör auch anders führen. In freundschaftlicher Atmosphäre. Vielleicht hier direkt im Biergarten. Gut, wollen wir jetzt eine halbe Bier? Hubert geht zu einem Ausschank. Ihren Cowboy da, den nehmen wir auch noch mal zur Brust. Das machen Sie mal schön lassen, Staller. Schön lassen. Hier, bitteschön. Staller folgt ihm. Ein Mann in Janker stellt ein helles vor Hubert auf die Theke. Girwitz zu Sandmeier. I would say it's time to go. Sandmeier steht auf. Another pleasure. Oh, jetzt halt ab. Verhör im Biergarten, der spinnt doch. Das sind die Idee gar nicht so schlecht. Und ein halbes Hindl. Upsi, ich find's unmöglich. Was? Ja, mit dem Hindl ins Verhör. Ja, ich verhöre ja das Hindl nicht. Ist da gar nichts. Ich krieg eine Apfelschorle. Auge, da wärst fett. Was? Fruchtzucker? Ja, und was ist mit den Antibiotika? Und die gespitzten Äpfel in der Apfelschorle? An einem Tisch studieren Bär und Müller Dirndl-Entwürfe in einer Mappe. Ich weiß nicht, ist das kariert? Das ist dann das. Hubert und Staller setzen sich ihnen gegenüber. Müller schließt die Mappe. Servus. Was wird das jetzt? Das wird jetzt eine ganz nette, gemütliche Runde. Ich sag halt gleich, dass es ein Verhör ist. Ja, Verhör, kann man auch sagen. Wir haben doch schon alles gesagt. Ja, aber das war gelogen. Weil Sie nämlich gar nicht beim Brunch, sondern in dem Nagelstudio waren. Sagt wer? Das sagt die Dame vom Nagelstudio. Na gut, ich war zu Hause, hab gepennt. Mhm.
Und warum haben Sie gelogen? Wollten Sie ihn decken oder sich selber? Wieso mich selber? Weil Ihr Fingernagel im Mordstrom erdbeerfarbenen Kratzer hinterlassen hat. Was? Warum gerade ich? Alle haben doch jetzt die Farbe drauf. Ja gut, dann machen wir eine Genprobe. Ich meine, Ihren Nagel, den haben wir jetzt. Machen Sie ruhig. Wahrscheinlich war es doch eh Selbstmord. Was? Woher wissen Sie denn das? Ach, die war doch total depressiv. Hat er tausendmal nachts bei ihrem Umgreifen gesagt, sie bringt sie um. Komm, wir gehen jetzt. Ich lass mich doch jetzt hier nicht im Biergarten vor allen Leuten verhören. Der Fotograf und Müller entfernen sich. Siehst du, das ist nämlich jetzt der Schmarrn. Was? Ja, wenn wir nicht im Verhörzimmer sind. Staller blickt sich zu den anderen Gästen um und greift zu seiner Schorle. Ein Blick über den Starnberger See im strahlenden Sonnenschein. Über eine gemähte Wiese fährt ein Traktor mit Ladewagen. Im Dienstzimmer drückt Staller zwei Teebeutel über einer Tasse aus und legt sie sich auf die Augenlider. Den Kopf im Nacken lehnt er sich im Bürostuhl zurück. Hubert kommt herein. Morgen. Morgen. Ist das Pfefferminz oder Hagebutte? Upsi, ich habe halt dermaßen übernächtigt ausgeschaut. Und ich habe immer gedacht, Tee trinkt man. Er setzt sich. Schwarztee. Das hat eine arzttrinkierende Wirkung. Aha, was heißt das? Kurz hebt Staller die Beutel hoch. Das, was gut tut. Dann legst du dir vielleicht besser aufs Hirn, hm? Lena betritt das Zimmer. Hui, was ist denn hier los? Ach, der Hansi möchte Mr. Pfefferminztee werden. Nein, Mr. Wolfratshausen. Ist das so ein Schönheitswettbewerb? Mit Schönheit hat doch das gar nichts zu tun. Ja, ich wollte euch auch eigentlich nur Bescheid sagen, dass der Girwitz angerufen hat. Der kommt heute nicht. Der geht anderen Verpflichtungen nach. Was? Andere Verpflichtungen? Entschuldige, der hockt mit einem hochverdächtigen Cowboy im Biergarten. Hochverdächtiger Cowboy? Schmarrn. Was heißt der Schmarrn? Mir langt's jetzt. Riegel! Staller hat die Beutel weggenommen. Sein Kollege und Lena verdrücken sich. Ungeduldig schaut Staller zum Gang. Riegel kommt herein. Wo bleibst denn du? Und zeigt auf die Tasse. Hey, das ist mein Tee. Ja, dann trinken halt. Danke. Du fährst jetzt einmal los und observierst den Girwitz. Riedl trinkt. Warum? Weil der mit einem verdächtigen Cowboy unterwegs ist. Und wo soll ich da suchen? Ja, die laufen irgendwo in der Stadt umeinander. Aber ich kann doch nicht den Girwitz observieren, das ist doch unser Chef. Das muss doch der gar nicht mitkriegen. Verdeckt Riedl ohne Uniform. Und wenn er es doch mitkriegt? Gut, entscheid dich. Ja, entweder du bleibst am Girwitz sein Marionette oder du investierst in die Zukunft. Ist das ein Trick? Das ist eine Dienstanweisung. Abmarsch! Riedl geht. Staller schaut zur Tür. Hupsi! In der Altstadt duckt sich Riedl hinter ein parkendes Auto. Mit Fahrradhelm und in kariertem Hemd beobachtet er Girwitz, der Sandmeier in ein Geschäft führt. Riedl stützt sich auf dem Autodach ab und hebt ein Fernglas vor die Augen. Mit offenem Mund beobachtet er seinen Chef und dessen Gast durch die Schaufensterscheibe. Ein junger Mann nähert sich auf dem Gehweg. Hey, was machen Sie denn da? Psst. Was? Der ist frisch lackiert. Der Mann verdeckt Riedl die Sicht. Sag mal, bist du schwerhörig? Nein, das ist eine verdeckte Ermittlung. Was? Sag mal, du hast ja einen Vollschlag. Ich hol gar die Bullen. Brauchen Sie nicht die Bullen holen, weil ich bin Bulle. Also Polizist. Ja? Das glaubst du aber bloß du selber. Girwitz und Sandmeier verlassen den Laden und nähern sich. Scheiße. Entschuldigung. Eilig schiebt Riedl sein Dienstradl weg. Bach kommt zu Lena in den Vorraum. Grüß Gott. Hallo, Frau Bach. Ich tät wegen meiner Rechnung kommen. Die legt sie auf den Tisch. Was denn für eine Rechnung? Ja, vom Kollegen. Das Männer-Special. Sie wissen schon, Reinigung, Peeling, Ausreinigung. Hansi, ist das von dir? Was soll das sein? Männer-Special. Ah, Sie haben uns gar nicht gesagt, dass die Frau Morell auch Kundin bei Ihnen ist. Ja, und ist das wichtig? Hat er den gleichen Nagellack wie die Miss Wolfratshausen? Ich glaube schon. Morell und Hopf, haben die sich gut verstanden? Nein, das glaube ich nicht. Die waren ja Konkurrentinnen. Und bei der Gabi läuft's halt auch nicht so gut. Was ist denn jetzt mit meiner Rechnung? Schön, Telefon. Hallo, Riedl? Psch. Ja, also der Girwitz war mit dem Amerikaner in so einem Souvenirgeschäft für Steinkrüge. Dann waren sie im Rathaus und jetzt sind sie in der Bäckerei. Ja, haben sie dich gesehen? Ja, der hat nichts bemerkt. Der ist total beschäftigt. Ja. Sehr gut, auf Wiedersehen. Alles klar, Ende. Girwitz? Riedl. Der fährt herum. Was machen Sie hier? Ich? Nix. Nix. Ja, also ich bin dienstlich unterwegs. Mit dem Radl, wie immer. Und nur in Zivil halt. Ja, das sehe ich. Aber in welcher Sache?
Naja, in dem Mordfall. In dem Mordfall? Und was machen Sie bei der Bäckerei? Ich meine, haben Sie eine heiße Spur? Beschatten Sie jemand? Was? Also, ja? Also eigentlich soll ich Brezen holen. Für die Kollegen, weil doch jetzt Brotzeit ist. Sie waren zivil auf dem Dienstrad. Brezen holen? Sind Sie doch bei Trost? Ich bin's leid mit Ihnen. Sie schieben das Rad jetzt zurück. Das ist nämlich keine Dienstfahrt, okay? Und sagen Sie Hubert und Staller, mit Brotzeit ist erstmal vorbei. Und ab! Riedel eilt davon. Im Streifenwagen linst Staller auf eine Leberkässemmel in Huberts Händen. Also der Cowboy vom Gierwitz, der hat bestimmt nichts mit dem Mord zu tun. Ist noch gar nicht bewiesen. Hansi, das ist ein Tourist. Der kauft blöde bayerische Souvenirs. Deswegen war er bei der Hopf zum Einkaufen. Trotzdem hochverdächtig. Für mich ist die Morell früher mehr verdächtig. Oder die müssen wir verzasen. Waren alle verdächtig, die Erdbeerfarbe auf den Nägeln haben. Musst du mir jetzt da unbedingt der Leberkassimi voressen? Ich esse doch gar nicht vor, ich esse ganz normal. Nie kriege ich Unterstützung von dir. Du weißt ganz genau, ich mache eine Diät. Aber ich nicht, Hans. Keine Ambitionen. Ein Leberkassimi kann auch eine Ambition sein. Mit süßem Senf. Huber zeigt Staller die etwas aufgeklappte Semmel. Der Streifenwagen fährt an einigen Holzgebäuden vorbei und stoppt neben einem Ziegengehege. Die Polizisten steigen aus und blicken sich um. Ich sehe da keine Tiere, du hast Ziegen. Ziegen sind Foltertiere. Was? Ja, früher haben es den Leuten Salz auf die Fußsohlen, die Ziegen haben es runtergelegt und dann sind die Leute vor Lachen gestorben. Ja, das ist so. An Pfingstrosen vorbei gehen sie auf ein Haus zu und betreten einen Verkaufsraum mit Stoffen. Morell bindet einer Schneiderpuppe eine Dirndlschürze um. Bis kurz. Ach, Sie sind schon wieder. Ich habe aber gleich einen wichtigen Termin. Staller nimmt. Was meinst du, Psi? Eine lange Lederhose. Eine lange oder eine kurze? Das ist mir relativ wurscht. Nein, warum bloß, weil das wäre doch vielleicht das richtige Outfit für einen Mr. Wolvertshausen. Ja, die ist halt vom Material her. Ziege, oder? Ja, genau. Sie kennt sich aber gut aus. Ja, der Hans, der ist das alles fürs Oktoberfest? Naja, die meisten Touristen, die tragen natürlich Billigdirndl aus Fernost. Aber wer was auf sich hält, der trägt Designerware. Eine kurze Lederhose. Was kostet sowas? Die kostet 699 Euro, ist echtes Hirschleder. Von Hand gefärbt mit natürlichen Holzfarbstoffen. Ja, so war ein stolzer Preis. Das ist High-End-Qualität. Ja, ist für Sie aber auch eine große Investition. Ja, ne? Das können Sie laut sagen. Da brauchen wir dann keine Konkurrenz. Wie meinen Sie das jetzt? Ja, dass in der Mord an der Frau Hopf eigentlich ganz gelegen gekommen ist. Ach, das heißt noch lange nicht, dass ich sie umgebracht habe. Ja, aber gekratzt haben sie es mit ihren Erdbeernägeln. Was? Den Lack haben jetzt alle drauf, wieso gerade ich? Ja gut, dann müssen wir jetzt einen Gentest machen. Staller holt den Knipser aus der Dienstjacke. So, hätte ich gern mal einen linken Finger. Unruhig dreht Morell das Gesicht weg. Na gut. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung gestern. Und worum ging's da? Ich habe ihr angeboten, dass wir uns zusammentun, dass sie mein Geschäft aufkauft und ich für sie arbeite. Tja, dann lassen Sie mich raten, sie wollte nicht. Und da haben sie es gekratzt. Mit dem Erdbeerlock. Gierwitz und Sandmeier betreten das Geschäft. Ach, da sind sie. Für Sie beide gibt's jetzt wohl nur noch Brotzeit und Shopping, was? Was, wieso Shopping? Lederhose? Herr Gierwitz, das sind laufende Ermittlungen. Ja, in freundschaftlicher Atmosphäre. Zu Sandmeier. My policeman. Always traditional. Hubert Staller. Gierwitz winkt mit den Fingern. Verlegen nickt Hubert Morell zu und folgt seinem Kollegen hinaus. Mr. Sandmeier, komm in. Draußen. Also haben Sie jetzt einen Verdächtigen, oder was? Ja, die da drin. Die Morell, wieso? Ja, weil sie ein Motiv hat. Ja, die Ding hat's gekratzt an den Hopf. Gekratzt? Entziehen Sie mal keine vorliegenden Schlüsse. Hier geht's um ernsthafte Interessen. Ja, um die Interessen von Ihrem Mami. Um ganz Wolfratshausen, Hubert. Die Morell hat den Auftrag von der Hopf übernommen, damit der Ami seine Dirndl kriegt. Wenn der jetzt hört, dass hier Mord und Totschlag ist, dann zieht er gleich weiter. Dann war's das mit dem Freizeitpark. Verdammt. Gierwitz geht wieder rein. Im Konferenzraum lässt Staller das Spielzeugauto zwischen den Modellhäusern hindurchbrausen. Lena zu Hubert. Das als Freizeitpark, das ist eine super Idee vom Gierwitz. Ja, ja. Little Wolfratshausen. Ne? Und deswegen braucht der Ami auch die ganzen Dirndls. 10.000 Stück. Da steckt richtig Knete drin.
Ja, damit schleimt er sich so richtig ein beim Gemeinderat. Deswegen kutschiert er auch den Ami die ganze Zeit rum. In so einem Sumpf, da möchte ich nicht einmal Mr. Wolfratshausen sein. Ja, dann wirst du halt Mr. Little Wolfratshausen. Wütend dreht Staller die Kirche. Ja, mit eigener Kirche. Ich brauche jetzt erst einmal was mit viel Fett und Kalorien. Er geht. Mit einem Pinsel wischt Lena zwischen den Häuschen die Unterlage ab. Hubert gibt Lena eine Tanne. Sein Kollege verlässt das Zimmer. Im Biergarten vom Landgasthof Girgel sitzen die Polizisten an der Hauswand. Vor Staller stehen ein Helles und ein Brotzeitteller. Das ist echt ein grausige Batzel, ne? Was der Obatzter? Das ganze Auto stinkt hinterher noch den Zwiebeln. Upsi, der Camembert ist viel zu alt, der da drin ist. Ja. Wenigstens haben wir jetzt unser Motiv. Was für ein Motiv? Der Ami gibt der Hopf den Auftrag, die Morell findet's raus und vergiftet die Hopf und übernimmt den Auftrag. Ja, aber was ist mit dem Kratzer? Kratzer? Kratzer ist eine typische Frauenverletzung. Jenny nähert sich im Dirndl. Oh Gott, jetzt kommt die schon wieder. Grüß Gott, wo ist denn bitte mein Nagellack? Ein kleiner Tipp, kauf uns einen neuen, weil Erdbeer, das hat ja jeder jetzt. Schaut voll gut aus. Sind das Hirsche? Ja. Von der Morell oder von der Hopf? Das ist von der Emily Müller. Achso, das ist die Miss Wolfratshausen. Macht die jetzt auch schon Dirndl? Ja, die erste Kollektion ist fast fertig. Miss Wolfratshausen Dirndl. Ja. Wenn Sie jetzt Karriere machen willst, da brauchst du ein Dirndl, ne? Jenny lächelt. Ihr Dirndl-Oberteil hat ein Hirschmuster. Hubert steht auf. Was ist denn? Ich muss ja nur zahlen. Und geht. Suchend schaut sich Staller um. In Girwitz Büro sitzen die Polizisten ihrem Chef gegenüber. Also was? Ja, was ist jetzt mit Frau Morell? Sie behindern doch jede Ermittlung mit ihrem depperten Freizeitpark. Jetzt reißen Sie mal zusammen, Staller. Nicht? Ich stehe hier für ganz Wolfratshausen, nicht? Und wir wollen hier Dirndl-Mode und keine Dirndl-Borde. Nicht? Also machen Sie gefälligst Ihre Arbeit. Was ist das Motiv? Ja, Motiv, ein Riesenauftrag von Ihrem Army. Was? Oh, das wäre ganz schlecht. Also, wenn die jetzt auch noch ins Gefängnis muss, haben wir gar keinen Trachtendesigner mehr in Wolfratshausen. Hm? Ich meine, wer macht dann unsere Dirndl? Vielleicht Kinder aus Bangladesch. Girwitz blickt zur Seite. Oder von der Miss Wolfratshausen. Ja, stimmt, ist auch eine Dirndl-Designerin. Wenn der Mann erbt, der übernimmt doch die den Laden von der Hopf. Und den Riesenauftrag. Langsam. Und bei den Fakten bleiben. Haben wir irgendwelche Beweise? Nein, aber es ist ja schwer. Das Opfer war depressiv. Da redet sich natürlich jeder raus, dass das Selbstmord war. Der Chef nickt. Ja. Stell dir mal vor, der Ami entscheidet sich doch für ein anderes Dirndl-Modell. Staller zieht die Brauen hoch. Anderes? In seiner Werkstatt sitzt Yazid auf dem Ledersofa. Dirndl oder wie? Ja, aber richtiges Designer-Dirndl. Ja, und wie habt ihr euch das vorgestellt? Bunt, ja so rot, grün. Dirndl ist doch nicht rot-grün. Wieso? Ja, da hast du ein blaues Kleid, vielleicht eine rote Schürze. Rot und blau trägt am Kasper seine Frau, ne? Ja, und ich soll mir jetzt ein Dirndl ausdenken, oder was? Ja, entschuldige, wer macht denn alles? Und dann bräuchte man noch deine Werkstatt. Ah, meine Werkstatt, und für was die bitte? Ja, wir haben große Events vor. Modenschau, Laufsteg, ganze Programm. Ich bin's doch komplett. Entschuldige, wenn du den Auftrag nicht haben willst. Was denn für ein Auftrag? 10.000 Dirndl für Amerika. Und es geht noch weiter. Benelux-Länder, China, Korea. Aber nur der Süden. Im Vorraum hält Staller Lena ein rot-schwarzes Dirndl hin. Ich als Dirndl-Designerin. Ja, du weißt ja jetzt, wie es geht. Weil ich die Leiche gefunden habe? Ja. Quatsch. Er legt einen Bügel weg. Wieso? Du bist doch von Anfang an vollkommen in die Thematik involviert. Denn ich soll jetzt den Lockvogel geben, oder was? Ja. Ja, und wenn die mich umbringen wollen? Genau darum geht's. Empört mustert Lena ihre Kollegen und setzt sich an ihren Schreibtisch. Staller legt vorsichtig das Dirndl neben die Tastatur. Lena schaut kurz zu ihm hoch und presst die Lippen zusammen. Im Dienstzimmer blickt Staller auf seine Armbanduhr. So 30 Sekunden, schätze ich mal. Okay. Hansi, wenn sie jetzt kommt, wir verhalten uns völlig normal. Ja? Also, nicht übertreiben. Lena tritt im Dirndl ein. Boah, das ist jetzt aber mal was ganz anderes. Ist ein Scherz jetzt, oder? Wieso?
Das denn ist eine Katastrophe. Lena, das ist Designerware aus Wolfratshausen. Das ist voll Plastik. Das ist irgend so ein Billigding aus China. Das kommt ja ganz drauf an, wie man sich in sowas präsentiert. Genau, da machen wir jetzt ein paar tolle Fotos mit einem super Fotografen, nicht du, Hans. In Bärs Garten steht Lena im Dirndl und mit Flechtfrisur auf dem alten Traktor. Bär fotografiert sie. Ja, über die Schulter, das ist. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen Hubert und Staller bäuchlings auf einer Decke und beobachten die beiden. Sehr gut, sehr gut. Schau mich an, verfolg mich. Das mit den Haaren ist gut. Super, warte, ich komm nochmal von mir. Stimmt, tut's ja. Das ist ziemlich, ne? Ja, das ist schön, ja, mit der Hand am Kopf. Ja, super, sehr schön. Super. Und nochmal eine süße Sache, super. Vom Biertisch sieht Müller ernst herüber. Sehr schön. Das ist ein echtes Naturtalent. Danke. Du, da sind ein paar Sachen dabei. Die machen sich bestimmt gut auf deiner Internetseite. Bär setzt sich zu Müller an den Tisch. Lena steigt vom Traktor und reicht ihnen zwei Karten. Kommt ihr zu meiner Vernissage? Vernissage? Ja. Ich stelle heute Abend mein neues Dirndl vor und dann feiern wir den Auftrag. Auftrag? Ja, 10.000 Dirndls für den Freizeitpark in Amerika. Little Wolfratshausen. Ich dachte, die Gabi Morell macht das. Nee, die haben sich jetzt für mein Design entschieden. Wahnsinn. Dein erstes Dirndl und du bist schon so gut im Geschäft. Ja. Und kommt ihr? Müller nickt. Ja. Schön. Bis dann. Ciao. Ciao. Upsi. Hubert hat den Kopf auf die Decke gelegt. Staller stupst ihn an. Wenn sie es umgebracht haben, dann hättest du es gar nicht mitgekriegt. Deine Fantasien werden immer abstruser. Das kommt's. Hubert bittet Lena, sich hinzulegen. Die springt zwischen ihre Kollegen. Was haben sie gekauft, die Dirndl? Nein, ich meine, sie haben es geglaubt. Hey, dann kommen sie zur Vernissage. Ja. Wir haben jetzt bloß noch warten, welche von den zwei Designerinnen dich aus der Welt schaffen will. Hubert und Staller erheben sich und gehen zum Streifenwagen. Ja, toll, wenn ich mich umbringe, seid ihr gerade auf dem Klo, oder was? Lena bläst die Wangen auf. Über sein Firmenschild Ich mach alles hängt Yazid ein kleineres. Darauf Lenas Dirndl Dreams. Vernissage am 11.8. In der dekorierten Werkstatt stehen zwei Stehtische und eine Modepuppe in Tracht. Girwitz befühlt den Kleiderstoff. Sie sichern das doch. Import? Ja, der Spitzenimport. Ja, aber die von der Morell waren wesentlich schöner. Ja, wenn wir wissen, wer von den zwei die Mörderin ist, dann macht halt die Unschuldige die Dirndl. Hey, ich hab gedacht, ich krieg den Auftrag. Ja, jetzt kümmert du dich erst einmal um die Überwachungskamera. Wie er? Ja, ja, der Ausbildung. Eben. Der Polizeirat blickt skeptisch. Mit einem Weinglas mit Strohhalm und Deko steht Girwitz in Zivil neben der Puppe. Meine lieben Wolfratshausener, es freut mich wirklich ganz besonders, dass Sie trotz des schönen Wetters heute hier so zahlreich erschienen sind, um mit mir zusammen auf das neue Little Wolfratshausen anzustoßen. Prost! Bär, Sandmeier, Müller, Lena, Jenny und Morell schauen zu Girwitz. Der stößt mit Lena an. Und natürlich auf das neue Dirndl. Im Laderaum des Transporters sitzen die Polizisten mit Yazid vor zwei Bildschirmen. Yazid tippt auf eine Tastatur. Auf einem der Monitore der Werkstattraum. Also, Bildqualität eher Medium. So, das ist wie Fernsehen, wo ich Kind war. Da hat es doch noch gar kein Fernsehen gegeben. 11. Mai 1928. Was war da? Erste deutsche Fernsehübertragung und der Hansi war offensichtlich mit dabei. Ja, jetzt übertreibt's aber. Morell befühlt das Dirndl der Modepuppe. Zu Müller? Das ist echt eine Unverschämtheit. Und dieser Plastikfetzen soll jetzt in Serie gehen. Lena nähert sich. Die Kolleginnen, gefällt euch das Dirndl? Oh ja, wunderschön. Es ist wirklich toll. Schön. Danke. Ja, wollt ihr noch einen Spritz? Ich mach das mal. Morell nimmt Müllers Glas, ignoriert das von Lena und entfernt sich. Halt, wo laufen die da hin? Im Transporter. Ja, zur Bar wahrscheinlich, oder? Ja, und wieso ist die Bar nicht im Bild? Weil ich nur eine Kamera habe, weil ihr gesagt habt, ihr wollt den ganzen Raum sehen. Jetzt ist anscheinend die Bar im toten Winkel. Was? Die läuft ja jetzt mit Sicherheit da hin und vergiftet was. Staller hastet aus dem Wagen und schließt die Schiebetür.
glaube, ich bin da komplett. Geduckt läuft er los. In der Werkstatt nimmt Müller Lenas Glas. Ich mach das. Danke. Girwitz steht mit Sandmeier vor dem Stadtmodell, das auf einer Waschmaschine aufgebaut ist. Müller kommt zu Morell an die Bar. Staller krabbelt hinter die Waschmaschine. Unbemerkt steckt Müller einen Tablettenblister in Morells Umhängetasche. Bring du ihr den bitte. Ich rede mit der nicht mehr. Ach, komm, sei nicht so sauer. Das muss man sportlich sehen. Müller im schwarzen Dirndl vom Fotoshooting kehrt mit zwei Gläsern zu Lena zurück. Die Polizistin nimmt ein Glas entgegen. Danke. Sandmeier, gefolgt von Girwitz, verlässt die Werkstatt. Gibt's ein Problem? Nein, nein. Prost. Staller schiebt die Waschmaschine näher an Lena und Müller heran. So gut schmeckt das. Lena bemerkt es. Vielleicht solltest du doch lieber mal nachschauen. Die scheint dir recht verärgert. Ja. Kannst du den kurz halten, bitte? Danke. Lena gibt Müller ihr Glas. Hinter der Waschmaschine verpasst sie Staller heimlich einen Fußtritt und geht aus der Werkstatt. Aus einem schwarzen Täschchen holt Müller eine Kapsel. Sie bricht sie auf und schüttet Pulver in Lenas Glas. Sag einmal. Ja, sieht. Gibt der jetzt was ins Getränk, ne? Ja. Und jetzt? Und jetzt? Zugriff. Ich auch. Na, bleib du hocken. Hubert verlässt den Transporter. In der Werkstatt rührt Müller mit einem Strohhalm in Lenas Glas. Die Polizistin steht an der Bar und beobachtet sie. Hubert tritt ein. Lena, schnapp das schwarze Dirndl. Ui, Hansi, ist die Waschmaschine kaputt? Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Desiree Hopf. Und wegen versuchten Mord an der Kollegin. Kollegin? Ja. Morell nähert sich. Was ist denn jetzt los? Ja, die wollte nicht den Mord anhängen. So wäre es nämlich auf einmal die ganze Dirndl-Konkurrenz los gewesen. Emily, stimmt das? Ihr hättet doch den Auftrag kriegen sollen. Es ist Miss Wolfratshausen und du hast dann da einfach unter den Nagel gerissen. Ja, und das ganze Theater hier? Sind Sie gar keine Dirndl-Designerin? Gut kombiniert. Ja, gibt mir das auch wieder. Ich brauche zuerst einmal einen Spritz. Hansi, das ist ein Frauengetränk. Also ich führe sie jetzt mal ab, ne? Gute Idee. Girwitz tritt auf Müller zu. Es gibt eine Verhaftung. Ja. Sie waren das. Da ist die Frau Morell ja unschuldig, wa? Ja. Ja, die hat jetzt einmal das Glück. Ja, sie können jetzt die ganzen Dirndl für den Cowboy mit da schneidern. Das hat sich erledigt, der ist schon weg. Was? Wieso? Naja, der macht das jetzt in New Schwanstein. Das war Hubert und Staller, Dirndl-Krieg aus dem Jahr 2017. In weiteren Rollen Clara Deutschmann als Lena Winter, Paul Sedlmeier als Riedel, Catalina Navarro-Kirner als Uschi Bach, Axel Röhrle als Benedikt Bär, Stefanie Dischinger als Jenny, Chiara von Galli als Emily Müller, Nina Brandhoff als Gabi Morell. Drehbuch Ben Brummer, Regie Anna-Katharina Meyer.